Ja, hallo Leute, hier ist er, euer Hansa Fan 1993. Bevor es mit der ersten Pokalrunde in Wuppertal losgeht im Stadion am Zoo, möchte ich mich nochmal zu ein paar Dinge äußern, die in den letzten Tagen passiert sind. Vorneweg natürlich ganz großes Sorry, dass ihr die Folge 130 nicht sehen konnte, beziehungsweise nur ein Teil von euch sie sehen konnte, denn YouTube hat sie zweimal in Deutschland gesperrt, sodass sie keiner mehr sehen konnte. Ich habe es versucht, noch bei Facebook zu landen, aber für Facebook war es zu lang. Da kann man maximal 20 Minuten Videos hochladen, leider. Deswegen, ging das nicht. Von daher ganz große Sorry. Ich habe keine Ahnung, wie ich euch die noch nachreichen kann. Aber im Endeffekt habt ihr die anderen beiden Folgen, die danach kamen, schon gesehen. Und da ist ja nicht wirklich viel passiert, nur die Testspielergebnisse. Weil ich werde nachher, bevor es zur Bundesliga losgeht, nochmal alle Testergebnisse im Schnelldurchlauf ansagen. Von daher, ihr habt da nicht viel verpasst. Transfers sind da auch nicht wirklich viel passiert. Da war nur die Jahreshauptverhandlung, wo, kann ich jetzt noch fix sagen, mit Atsuto Ishida um 2 Jahre verlängert wurde bis 2017. Das hatte Clemens Tönnies in der Hauptversammlung da bekannt gegeben, dass er mit Uschi verlängert hat. Ich habe das natürlich mit Beifall besorgt. Wir haben da ein paar Pluspunkte bekommen bei den Fans, mehr ist da nicht passiert bei der Hauptversammlung. Ansonsten ist da nicht viel passiert, wie gesagt, Entschuldigung. Der Grund deswegen ist, und zwar habe ich ja schon mal erwähnt, habe ich bei Facebook auch schon gepostet, dass ich ja einen schönen Mix von, also der Bruder meiner Freundin ist DJ, versucht sich zumindest als DJ, hat den ersten Mix, den er rausgebracht hat, mir geschickt. Ich habe den immer im Hintergrund laufen lassen, weil er eben kaum keine Probleme gab mit irgendwelchen Copyright-Liedern oder so. Und nach knapp 100 Folgen, da fällt YouTube ein, ey, da ist ja doch was Kopiergeschütztes drin. Können wir nicht machen, muss gesperrt werden. Auf einmal kriegen sie mit, dass dann ein Part drin ist, okay. Keine Ahnung wieso. Fakt ist, ich habe denn das die Parts stumm geschaltet, wo er angeblich gemeckert hat, dass da was sein soll. Habe es neu hochgeladen, hat er prompt was anderes gefunden. Also bei der Folge hat das zumindest schon mal geschafft, das Video zu sperren. Folge 131 hat er bei mir angezeigt, ist was drin, ist aber nicht gleich gesperrt. Von daher Glück gehabt. Ich hoffe 132, die lädt jetzt gerade hoch in diesem Moment, wo ich hier gerade aufnehme. Ich hoffe, das bleibt so. Ansonsten muss ich die Musik mal wieder auf die alte Standard-FM-Mucke zurückgreifen. Ich muss mich da auch mit Barney und dem Baumi auseinandersetzen, meine paar recht gute YouTube-Bekannten, wie ihr wisst. Was die für einen Mix da im Hintergrund zu laufen haben, dass sie da kein Copyright-geschütztes Ankreiden von YouTube zu bemängeln haben, denn ja, die haben ja, habe ich auch schon mitgekriegt, auch öfter mal ein paar bekanntere Lieder drin zu laufen. Gut, Leute, das war's dann erstmal. An dieser Stelle jetzt könnt's. Ah ne, bevor ich es wieder vergesse, ja. Ich habe es auf Facebook auch schon veröffentlicht und bei Twitter. Bei Twitter bin ich jetzt übrigens auch, habe ich ja auch schon gesagt. Könnt ihr sehen in der. Wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal klickt, könnt ihr sehen, da eine Anzeige. Facebook und Twitter-Account. Bei Twitter könnt ihr mir gerne folgen, müsst ihr nicht. Bei Facebook solltet ihr mich, alle die Facebook haben, sollten mich schon bei Facebook liken. Denn ganz einfach, da erfahrt ihr einfach alle aktuellen Sachen, was Videos betrifft, wann Videoausfälle sind, damit ich mich für jeden Scheiß ein Infovideo machen muss, um ehrlich zu sein. Da erfahrt ihr einfach mal alles, auch aktuelles so, was mir gerade so durch den Kopf geht, Meinungen zu Fußball, könnt ihr mir gerne schreiben. Denn also, außerdem habe ich einen Skype-Account, wie ich schon öfter angekündigt habe, jetzt endlich. Hansafan 1993, einfach eingeben bei Skype und dann müsstet ihr ihn einfach eigentlich finden. Mein Skype-Account. Falls ihr Fragen habt, die nicht per PN oder im YouTube-Chat zu klären sind, könnt ihr mir da also gerne mich gerne adden und mir Fragen stellen. Ich werde aber nicht so oft online sein. Also denn lieber eher PN schreiben bei YouTube oder Facebook. Twitter weiß ich gar nicht, ob man da PNs schreiben kann, aber ist egal. Twitter müsst ihr mir nicht folgen, denn alles, was auf Twitter gepostet wird, wird gleichzeitig auf Facebook gepostet. Das kann man ja Gott sei Dank so einstellen. Gut, und das war's aber jetzt erstmal mit dem Gequatsche. Ihr wartet sicherlich auf das Pokalspiel. Ich natürlich auch. Aufstellung so wie sie ist so in Ordnung. Was Transfers angeht, werde ich nachher noch einen Schritt zu sagen. Das war mir alles erstmal ganz viel, ganz toll wichtig, das vorwegzunehmen. Auf geht's in den Pokal. Live. Ja, natürlich, wie immer. Der Außenseiter führt mit 2:1. Mach das klasse! Mann, ist das für Pokalschlag. Sandhausen schlägt den VfB Stuttgart. Die Situation ist perfekt. Das ist ja riesig. 1:0 für Bestenbergs Kreuz. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. Hallo Leute, da sind wir also in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der Champions League-Sieger Schalke 04 ist zu Gast im Wuppertaler Stadion am Zoo. Ausverkauftes Haus natürlich Wuppertal. Aufsteiger aus der Regionalliga West.
in die dritte Liga, sind dort ganz gut gestartet mit 4 Punkten aus 2 Spielen. Wir mit ein bisschen neuer Mannschaft, wir haben ein bisschen was umgestellt. Jetzt kommt mal die erste Chance, Wassinger, Hövedes und Price, der neue Innenverteidiger, der letzte Saison seinen Durchbruch in der ersten Liga schaffte, beim HSV, zuvor ausgeliehen gewesen an Basel. Davor haben wir ihn aus der Jugend von Hannover 96 geholt. Steve Price in den Verteidiger mit Benny Hövedes, der nicht mehr Kapitän ist, sondern jetzt unser Topstürmer vorne, Klaas-Jan Hünteler, der 31-jährige, erfahrene Goalgetter, ist jetzt neuer Kapitän des FC Schalke 04. So haben wir uns entschieden. Hier ist auch gleich ein Ball, das ist Julian Draxler und über links kommt klasse Übersteiger. Jelle Forsen heute der Sturmpartner von Hünteler, klar. Auf der Bank sitzt noch Philipp Hofmann und die beiden Star-Einkäufe für insgesamt 42 Millionen Euro. Kevin Prince Boateng und Isco, das spanische Supertalent. Die allerdings heute nur auf der Bank, denn rechts heute Leon Goretzka im Mittelfeld. Und auf der sechsten Position Jan Kirchhoff. Was einen Verkauf von Roman Neustädter angeht, das muss ich mir nochmal ganz klar überdenken. Klar, er hat gute Leistung gebracht letzte Saison. Jetzt ist Jelle Forsen erstmal am Ball. Forsen, Hunterlaa! Da ist gleich die erste Möglichkeit für den Champions-League-Sieger hier in Wuppertal in Führung zu gehen. Schade, gute Möglichkeit. Weiterhin 0-0. Ja, wo war ich stehen geblieben jetzt? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Huntela. Das ist Hansen. Gestoppt von Huntela. Nochmal Wassinger gegen Augusto. Oh, Augusto tritt nach oder hält drüber und sieht dafür die gelbe Karte. Gegen Wassinger. Hier ist er ihn auf den Fuß getreten. Und sofort Anführungsrufe der Schalker Fans. Freistoß für Wuppertal. Hansen. Das ist Neppe gegen Alexander Büttner. Neppe, Wassinger! Versucht sich an einem Seitfallzieher, aber Steve Price steht richtig und blockt ihn ab. Klasse Pass von Hunteler jetzt auf Jelle Forsen, den Belgier. Der wartet auch noch auf seinen Durchbruch. Forsen, war nicht gut der Pass, aber Hunteler setzt gut nach. Schumacher! Foul von hinten in die Beine an Hunteler. Es gibt aber keine gelbe Karte. Komische Entscheidung. Klasse Hunteler, Freistoß, führt ihn selber aus. Hunteler, oh, gar nicht so schlecht. Warum ist der in der Rangliste da weit oben? Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen was bearbeiten drin. So, nochmal Augusto. Langer Ball auf Jelle Forsen. Forsen setzt Vivienik außer Gefecht, aber die Flanke ist kein Problem für Semmler im Tor des Wuppertaler SV Borussia. Forsen, Hunteler, Draxler. Klasse Pass aus dem Fußgelenk, aber ein bisschen zu weit für Leon Goretzka. Ja, wo war ich denn? Ich habe einen Verkauf von Roman Neustädter. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Na klar, er ist ein richtig guter Mann. Hat letzte Saison richtig gut gespielt. War ein bisschen blöd, dass wir ihn gleich wegen schlechter Form jetzt verkaufen zu wollen. Klasse Passversuch, klasse Idee von Hunteler. Da kommt die nicht an auf Draxler. Außerdem brauchen wir einen breiten Kader natürlich. Wir sind in der Champions League wieder vertreten, im Pokal. Und natürlich auch in der FIFA-Club-Weltmeisterschaft. Als Champions League-Sieger nehmen wir da teil, da müssen wir auch ein paar vielleicht verletzungsbedingte Ausfälle beklagen. Später sie sowieso, diese verletzungsbedingten Ausfälle, die immer wieder da sind. Und um ein bisschen Konkurrenzkampf reinzubringen. Natürlich wollen wir keinen hier die Moral schlecht machen. Wir müssen halt öfter rotieren. Gibt's kein Wenn und Aber. Und das haben wir auch in der letzten Zeit immer wieder bemängelt, dass wir in der Reihe nicht gut aufgestellt sind. Deswegen wird Neustädter wahrscheinlich bleiben. Wenn natürlich ein passendes Angebot kommt. Den glaube ich, werde ich da nicht nein sein. Dann wird er gut besetzt auf der 6. Position. Mit Kevin Prince Boateng, mit Jan Kirchhoff. In der Innenverteidigung sowieso, mit Price, mit Hövedes, mit Kirchhoff eben auch. Und natürlich auch mit Papadopoulos, der heute nur auf der Bank sitzt. Der vorerst sowieso Stammverteidiger sein wird mit Price. Hövedes leider noch ein bisschen außer Form. Hünteler, klasse Pass auf Forsen! Gute Möglichkeit, 40. Minute. Hünteler, klasse Pass auf Jelle Forsen, der aber direkt abgezogen hat. Hätte er vielleicht vorher annehmen sollen. Nochmal Hünteler, Kirchhoff. Goretzka, wieder klasse Pass, nochmal Forsen, Forsen, jetzt ist er drin! Jelle Forsen! Klasse Partie von ihm bislang und kurz vor der Pause die wichtige 1-0-Führung für unsere Schalke. Hier, klasse Pass von Goretzka mit links und Forsen nimmt ihn an. Semmler kommt nicht entschieden genug heraus und dann sagt Jelle Forsen Danke und haut das Ding unter die Latte zum verdienten 1-0 natürlich. Der Champions-League-Sieger hier überlegen bislang. Moosmeier ja mit dem Pass auf Geisler. Das ist Wassinger wieder. Hövedes ist da. Der Co-Kapitän, muss man natürlich noch sagen. Klar, er ist noch zweiter Kapitän.
Aber okay, wir gehen erstmal mit einer 1-0-Führung in die Pause. Das ist gut. Letztes Jahr sind wir in der ersten Runde an Hansa Rostock gescheitert. Das soll hier natürlich dieses Jahr nicht passieren. Renato Augusto wird jetzt zur Halbzeit rausgehen. Für ihn wird Christian Clemens in die Partie kommen. Draxler auf die 10er-Position, Clemens links. Wir lassen die Stars mal noch ein bisschen draußen. Rakowski, habe ich noch gar nicht erwähnt, heute natürlich im Tor. Patrick Rakowski wird die Saison erstmals Nummer 2 ins Tor gehen. Wahrscheinlich auch in jedem Pokalspiel erstmal stehen. Das will ich erstmal so beibehalten. Er soll sich hier natürlich bei Schalke einfinden, um dann irgendwann in den nächsten 2 Saisons Arthur Morage von der Nummer 1 zu verdrängen. Sehr gut weiter so auf jeden Fall, Leute. Spielergespräche für Goretzka. Klasse Leistung von ihm bislang. Huntelaar motivieren will. Forsen motivieren wir auch noch ein bisschen. Das war natürlich nicht doll, aber er hat eine gute Leistung bislang gezeigt. Draxler motivieren wir auch noch. Wen denn noch? Price können wir gerade noch motivieren im ersten Spiel hier für Schalke. Kriegt auch eine Massage. Genauso wie Jelle Forsen. Und da kann es abgehen. Ach ne, eine Massage haben wir noch zu verteilen. Dann geben wir die Jelle Forsen. Die haben wir schon gegeben. Ich depp. Ja, Julian Draxler noch. Alles klar, ab geht's, zweite Halbzeit. Christian Clemens, Nummer 21. Hinein ins Spiel für Renato Augusto. Wie gesagt, Draxler besetzt jetzt die Position unter den Spitzen, nämlich die 10er-Position. Clemens ist ja gleich am Ball. Huntelaar, Fossen. Ah, bleibt da hängen. Neppe und Geisler. Dann Bewassinger. Draxler kommt nicht heran. Uschida ist klärt. Fossen, gute Drehung. Aber der Pass fast zu langsam, aber Huntelaar kommt dran. Huntelaar. Jetzt sieht er Clemens. Clemens mit der Flanke direkt mit rechts. Kommt aber nicht an. Hansen. Moosmeier. Und wieder Geisler. Also die Wuppertaler versuchen sich ganz Spielaufbau, aber mit den langen Bällen kommen sie noch nicht weit. Knapp am Witter. Richtig aus dem Spiel genommen von Kirchhoff, wie er es auch sollte. Goretzka gegen Wivrinik. Zu kurz die Flanke diesmal. Geisler. Ist es zufälligerweise dieser Tobias Geisler, der mal früher bei TuS Koblenz gespielt hat und auch, weiß nicht, wo er noch gespielt hat, Aue oder Duisburg, ich weiß nicht mehr genau. Kann sein, dass er das ist. Ich habe jetzt die Form nicht angeguckt von allen Spielern. Schumacher gegen Clemens setzt sich durch. Schumacher auf Neppe. Büttner rückt raus. Aber der Ball ist auch weg. Den kriegt Neppe nicht. Abstoß vom Tor von Patrick Rakowski. Zum ersten Mal ein Pflichtspiel im Schalker Tor. Uschida, gut gelöst die Sache. Draxler und Goretzka. Wieder Flanke aus dem Fußgelenk. Aber Richard vor Forsen am Ball. Und damit wieder Geisler. Die Wuppertaler versuchen jetzt mal was. Aber die Langbälle momentan viel zu wenig. Wir bereiten mal den nächsten Wechsel vor. Für Leon Goretzka kommt der neue Mann ins Spiel, nämlich Isco. 20 Millionen Zugang, feste Ablöse haben wir bezahlt für ihn. 20 Millionen für Verfahren als Ersatz gekommen. Verfahren, der für 18,5 Millionen zu Chelsea abgewandert. Fossen. Fossen wollte da Clemens schicken, aber das war ja zu schwach gespielt. Oder er hat den Ball nicht richtig abspielen können. Büttner gegen Wassinger setzt sich nicht durch. Höwedes, Kirchhoff passt auf, sehr schön. Und Draxler wieder. Huntelaar. Nochmal links raus auf Clemens. Wieder zu schwach gespielt. Huntelaar kommt auch nicht ran. Hansen jetzt. Führt den Ball durchs Mittelfeld. Höwedes wieder da. Sehr schön. Und Draxler. Huntelaar. Guter Pass auf Leon Goretzka. Gegen Wivinek. Abgefälschter Ball. Reichert, nicht Richard, habe ich vorhin gesagt. Fälschlicherweise, Entschuldigung. Reichert hat den Ball. Moosmeier. Und nochmal Geisler. Kirchhoff ist da. Doch nicht. Draxler. Nochmal Wassinger, nochmal Knappmann, Wassinger, guter Doppelpass. Raus auf Neppe, nee, das war's. Jetzt kommt er also. Isco kommt ins Spiel bei Schalke für Leon Goretzka, da ist er. 22 Jahre jung. Und bei den Wuppertalern kommt Mehmet Botspil für Neppe. So, Clemens und Draxler. Huntelaar. Nochmal Clemens. Da sieht der Draxler. Draxler, da ist Fossen. Abseits von Jelle Fossen. Tor zählt nicht. Ja, war am Abseits. Wir wechseln für Jelle Fossen. Kommt Philipp Hofmann in die Partie. Der junge Stürmer, der letzte Saison in der ersten Bundesliga-Saison gleich mal 14 Tore für Bochum erzielt hat. War eine gute Leistung. Auch er hat es drauf, das Potenzial. Ob wir noch einen Stürmer holen, ist auch noch wieder eine Frage. Eine Woche haben wir noch Zeit, was Transfers angeht. So, Christopher Bieber kommt rein für Laurenz Wassinger. Natürlich tun sich unsere Schalke hier schwer, aber wir sind auch ein bisschen neu formiert. Haben sowieso nicht die Stammelf gerade drin in diesem Pokalspiel. Bieber gegen Kirchhoff setzt sich durch.
Viverek heißt er, glaube ich. Uchida kommt ran. So, ist Hofmann jetzt eigentlich schon drin? Ich glaube ja. Für Jelle Fossen, für den Torschützen zum 1:0. Und jetzt Einwurf Wuppertal, Knappmann, Uchida, klasse. Weit nach vorne, Philipp Hofmann, da ist er, der großgewachsene Stürmer. Draxler kommt nicht ran an den Ball. Moosmeier, Höwedes. Und wieder kommt Geißler am Ball, nochmal Draxler, jetzt nochmal nachsetzen, jawohl. Und Huntelaar, Seitentreffer da auf Hofmann, die Nummer 9. Huntelaar auf Clemens. Clemens leitet weiter zu Huntelaar, aber Huntelaar kommt nicht ran. Clemens holt den Ball gut zurück, nochmal Huntelaar. Huntelaar, jetzt schickt er Hofmann. Klasse, Philipp Hofmann jetzt frei vor dem Tor. Hofmann! Riesenmöglichkeit für Philipp Hofmann. Bisschen überhastet, vielleicht sogar abgeschlossen. Oder hätte ihn eher mit der Innenseite ins lange Eck schieben können. Die Riesenchance also für den eingewechselten Hofmann. Nur 1:0 bislang. Ja, wir tun es ein bisschen schwer. Wuppertal steht auch gut, hat auch das Selbstvertrauen vom Aufstieg. Die Euphorie ist da und die Euphorie von dem guten Drittligastart. El Hamoui, Knappmann! Aber weit am Tor vorbei. Keine große Gefahr von Wuppertal. Das war die erste richtig gute Möglichkeit für Wuppertal. Draxler, Clemens. Nochmal Huntelaar. Gegen Schlieter. Huntelaar ist nicht durch. Huntelaar müsste reinspielen jetzt. Schlüter. Hofmann! Klasse Tor! Zur Entscheidung. Philipp Hofmann. Klasse vorgelegt vom Kapitän, von Klaas-Jan Huntelaar. Lässt sich gleich nochmal feiern, der Hofmann mit der Nummer 9. Ja, die soll man sich merken. Gucken wir nochmal an. Huntelaar. Setzt sich da gut durch und Hofmann, klasse, verlängert mit links ins lange Eck. Jetzt macht das besser als vorhin. Und das ist die Entscheidung. Das ist die nächste Runde von unserer Schalker Mannschaft. Draxler nochmal. Nochmal Huntelaar. Sucht nochmal den Seitex auf Isco. Jetzt erste Aktion von Isco. Klasse, Flanke. Aber dann doch ein Stück zu kurz für Hofmann. Die Idee war auch wieder gut. Na, Schluss, jawohl. Zwar nicht super schön, aber doch souverän. Was vor allem die Defensivarbeit angeht. Setzt sich unsere Schalker durch. Wir haben uns nicht viele Chancen erarbeitet, aber das war okay fürs erste Pflichtspiel der Saison. Die Pflichtaufgabe ist gemeistert. Wir gehen in die nächste Runde. Mehr gibt's gleich in der Nachbetrachtung. So Leute, wir haben es besser gemacht als letztes Jahr, sind in die nächste Pokalrunde eingezogen. 2:0 beim Wuppertaler SV Borussia. Bester Mann heute Atsudo Uchida mit Note 2,5. Also keine überragende Leistung von unseren Spielern, aber doch souverän. Leon Goretzka mit einer Torvorlage, Jelle Fossen mit einem Tor, freut mich für ihn. Huntelaar, der neue Kapitän, mit einer Torvorlage zum 2:0 für Philipp Hofmann. Hat er gut gelöst, die Aufgabe da. Als Joker also getroffen. Wir haben also gute Stürmer an den Reihen, haben wir jetzt bewiesen. Zwar bloß drei, ich glaube einen sollten wir doch vielleicht noch holen. Gucken wir auf Leon Goretzka, auf Jelle Fossen wollte ich schauen. Hat der sich ein bisschen verbessert? Nee, doch nicht. Der soll mal wieder ein bisschen stärker werden. Am besten auch Julian Draxler, gute Leistung von ihm. Erste Halbzeit links, zweite Halbzeit hinter den Spitzen. Den kann man auch einsetzen, wo man will. Uchida haben wir schon gerade angeguckt. Gucken wir auf den ersten Einsatz von Isco. Auffällig, unauffällig bislang. Klar, war nicht viel zu erlegen. Er kam auch erst spät rein. Kevin Prince Boateng wird sein Debüt nächste Woche im UEFA Supercup natürlich feiern. 5.500 Schalker sind mitgereist. Spieler des Spiels ist Jelle Fossen. Wann kam Isco jetzt rein? 72. Minute erst. Und Hofmann kam erst in der 75. Kurz darauf. Also, souveräne Leistung von unseren Schalker. Gucken wir auf die Chancen. 7:1. Oh gut, 7 Chancen habe ich jetzt auch nicht wirklich gezählt. 7 klare. Aber eine klare Chance, die hatte Wuppertal. Das war der Kopfball von Knappmann, der da doch recht weit am Tor vorbeiflog. 24 Grad waren. Sonnenschein haben wir gesehen. Schickes Stadion. Gucken wir auf die Ergebnisse der Pokalrunde. RB Leipzig, der neue Zweitligist, scheitert an den SC Freiburg durch Pierre-Michel Lasogga mit 0:1. Bielefeld führt. Ging in die Verlängerung. Mit 0:0, dann aber erst Jelic mit dem 1:0 in der 110. Und 2 Minuten später Gibil-Fall mit dem 1:1. Am Ende setzt sich aber Bielefeld mit 5:2 im Elfmeterschießen durch. Werder Bremen löst die Pflichtaufgabe bei Osnabrück. 2:1, knapp aber am Ende doch weiter. Hoffenheim 3:0 in Darmstadt. Leverkusen schlägt den Zweitligisten MSV Frankfurt. Oder sind die sogar abgestiegen? Ich glaube, die sind abgestiegen. Mit 5:0, Gladbach setzt sich knapp mit 1:0 bei Gwalbitzberg durch. Wir gewinnen 2:0 im Wuppertal. Lautern 2:0 in Regensburg. Frankfurt 2:0 in Aalen. Und damit die erste Überraschung. Preußen Münster schlägt den HSV mit 3:2 zu Hause. Ganz dickes Ding für den HSV.
wen Wiesbaden unterliegt im Derby, im Hessen-Derby. Ist es Hessen-Derby? Nee, Hessen-Pfalz-Derby, genau. War ja, die liegen ganz dicht beieinander, die Städte. Mit 1-2. Heidenheim, Borussia Dortmund 0-1 durch Lukas Teignos. Ist auch ein gutes Talent, glaube ich, von Inter Mailand gewesen. Haben sich die Dortmunder also geholt. Memmingen unterliegt Hannover 0-2. Torschütze Emanuel Emineke, geholt von, hat sich Hannover geholt da. Saarbrücken unterliegt Nürnberg mit 1-5. Haching 1-1 nach regulärer Spielzeit. Und dann setzt sich Wolfsburg mit 6-5 im Elfmeterschießen knapp durch. Meppen unterliegt Stuttgart 0-2. Burghausen, knappes Ergebnis gegen die Bayern, 0-1 nur. Jena gegen Köln 1-2. Aachen setzt sich gegen Bochum zu Hause durch mit 2-1. Das ist eine Überraschung. Sandhausen gegen 60 1-2. Hansa Rostock unterliegt St. Pauli im Derby mit 1-2. 0-0 nach normaler Spielzeit, 97 Minuten. Tom Weiland mit der 1-0-Führung. Und dann Timo Pucki, der Ex-Schalker, dreht für St. Pauli das Spiel innerhalb von 4 Minuten. 113, 117. Ganz bitteres Ding für Hansa Rostock. Da gab es wahrscheinlich wieder ein paar Ausschreitungen, sicherlich. 21.000 Zuschauer nur, schade. Nicht ausverkauft gegen Pauli. Cottbus gegen Augsburg 1-1, aber Augsburg setzt sich nach Elfmeterschießen mit 7-6 durch. Viktoria Köln liegt Paderborn 0-3. Chemnitz schlägt im Sachsen-Derby Erzgebirge Aue mit 1-0. Rot-Weiß Erfurt schlägt Hertha, dicke Überraschung, 3-0. Tunjic mit einem Lupenhattrick innerhalb von 17 Minuten. Holstein Kiel unterliegt knapp Braunschweig 2-3. Zwickau gegen Karlsruhe 2-1, die nächste Überraschung. Halle gegen Düsseldorf 0-0, aber Halle setzt sich mit 3-0 im Elfmeterschießen durch. Also Düsseldorf sehr Elfmeterabschluss schwach. Trier unterliegt Union Berlin 1-6. Offenbach gegen Duisburg 3-2, die nächste Überraschung. Und Formatia Worms 3-3 nach regulärer Spielzeit. Dann aber setzt sich Worms im Elfmeterschießen mit 8-7 durch. Klasse Ding. Und Dresden löst die Pflichtaufgabe im Ostderby gegen Magdeburg mit 2-0. Schauen wir auf die Stimmen, sind wir dabei? Was sagen unsere Leute zu diesem Spiel? Hansa-Fan sagt, wir haben Wuppertal ernst genommen und ich bin froh, dass wir weitergekommen sind. Genau so ist es, wir haben sie ernst genommen. Bester Spieler heute, ja gut, da kann man nichts zu sagen. Fair Play wird auch nichts zu sagen sein. Wir gehen weiter und schauen uns mal die nächste Auslösung an, bis wir natürlich gezogen werden. Gucken wir uns das mal wieder an, ist immer recht interessant natürlich. Die Spannung, Werder Bremen. Zu Hause, hoffentlich nicht wir, das wäre natürlich, nee, gibt es andere. Arminia Bielefeld, haben aber kein Heimrecht mehr, das ist echt ärgerlich. Oh, was haben wir da? Rot-Weiß Erfurt. Zu Hause im Steigerwaldstadion. Gegen Kaiserslautern. Was haben wir noch zu bieten? SC Preußen Münster. Die haben den HSV rausgeschmissen. Gegen TSG Hoffenheim. Ah. So, was haben wir noch Schönes? Erste FC Union Berlin. Ganz schwere Gegner. Zweitligist. Gegen Chemnitz FC, wieder ein Ostderby. Zwickau, die nächste Ostmannschaft. Gegen Mainz 05. Ah, gutes Ding für Mainz. Wäre natürlich schön, wenn sie den Champions League-Sieg gekriegt hätten. Dynamo Dresden trifft auf Kickers Offenbach. Jetzt haben wir noch drei Amateurclubs. Hallescher FC. Nächster Ostclub, also vier Ostclubs hintereinander gezogen. Gegen Bayern München, das ist noch ein dickes Ding für Halle. Gegen den Champions League Finalisten. TSV 68 München, die Stadtrivale von Bayern, kriegt ein Heimspiel. Gegen Wormatia Worms. Und jetzt sind bald nur noch Profiklubs vertreten. Köln trifft auf Aachen, wie es aussieht, jawohl. Das ist ein bisschen komisch gelost worden, warum das so? Erst hätten noch die Amateure gezogen werden müssen. Bayern für Leverkusen jetzt also. Gegen VfB Stuttgart. Jetzt also nur noch Erstliga-Duelle. Nee, da ist noch Paderborn und St. Pauli bei. Und Augsburg auch, ja, Zweitligist mittlerweile. So, Gladbach trifft zu Hause auf Paderborn. Das Derby ist noch möglich in der zweiten Runde des Pokals. St. Pauli hat Hansa Rostock rausgeschmissen. Trifft auf den FC Augsburg. Zweitliga-Duell also. Nächstes Ding, Schalke, und wir haben Heimspiel, sehr schön. Wir haben ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Ich sage ja, das Derby ist noch möglich und das Derby ist möglich. Und es findet statt in der zweiten Runde. Also Derby-Time bereits auf Schalke. Na, das ist ja ein Ding.
So, dann haben wir noch Nürnberg gegen Braunschweig. 1:1 ist ja scheißegal. Nürnberg gegen Braunschweig, Frankfurt gegen Hannover, Wolfsburg, Freiburg. Interessante Duelle also in der ersten Pokalrunde. Jetzt geht es erstmal in den UEFA Supercup gegen AC Mailand. Beziehungsweise jetzt geht es erstmal in die nächste Woche. Wir sehen uns dann wieder. Mal schauen, was wir noch für Transfers tätigen werden. Also Leute, danke fürs Zuschauen mal wieder. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sind erstmal eine Runde weiter. Treffen auf Dortmund in der nächsten Pokalrunde. Es geht los. Ach, gucken wir erstmal. Zwei Erstligisten sind noch rausgeflogen diese Saison. So, Sommertransfer über ein Ende in einer Woche. Ja, wie gesagt, ich wollte mich verabschieden. Pumpen noch fängst drauf. Pokalprämie. Haben ein bisschen was eingenommen. Pokalsaison gegen Dortmund. Das kann Ansprache war erfolgreich. Bringen wir ein Ende. Gut, Leute, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.